Was ist genau passiert? Also, ich bin auf die Autobahn aufgefahren. Mein Sohn war auch mit dem Motorrad dabei und habe nach kurzer Zeit auf die linke Spur gewechselt. Und ab da weiß ich eigentlich nichts mehr. Und da weiß ich halt nur von den Erzählungen meines Sohns, der hat das ganze Malheur gesehen, dass irgendwie eine Frau rausgezogen sein soll und ich wohl noch versucht habe zu bremsen. Bei Herrn Wenzel ist es so, dass er Weichteilverletzungen an den oberen Extremitäten, insbesondere an den Händen, hatte, die im Traumazentrum vor Ort erst versorgt wurden. Außerdem hat er eine Kniegelenksluxation, also Ausrenkung des Kniegelenkes, mit schweren Bandverletzungen und Nervenschäden. Auch die wurde vor Ort im lokalen Traumazentrum stabilisiert. Jetzt zur operativen Versorgung dieser schweren Verletzung wurde er dann zu uns verlegt, sodass wir jetzt noch die Diagnostik abschließen konnten und dann letztendlich am Freitag die definitive Operation dieser schweren Knieverletzung durchführen können. Und seine richtige Schutzkleidung hätte sicherlich die schweren Weichteilverletzungen an den Armen und Beinen vermeiden können, insbesondere die schweren Verbrennungen der Haut, die er sich durch den Asphalt zugezogen hat. Ich hole noch nicht mal ein Päckchen Zigaretten ohne Schutzkleidung. Also das habe ich mir geschworen, weil dadurch kann man wirklich das Verletzungsrisiko enorm nach unten bringen. Komplette Montur, Motorradhose, Motorradjacke, am besten Stiefel, auf jeden Fall Handschuhe, Helm ist ja sowieso Pflicht. Manchmal würde ich dafür plädieren, dass vielleicht generell eine gewisse Pflicht besteht, nicht um zu bevormunden, sondern um das auszugrenzen. Ich meine, wir haben auch eine Gurtpflicht. Das hat bestimmt auch schon eine Menge Leben gerettet. Und ich sag mal, wenn man das hier hat, dann denkt man doch anders, ne?